Herr Bischof, Sie sind auch schon seit Mittwoch hier in Köln beim Eucharistischen Kongress. Ist es Ihnen auch so schwer gefallen, unter diesen 800 Veranstaltungen was auszusuchen? Nun, wir konnten nicht erst aussuchen, hier, als wir hier waren, sondern wir haben bestimmte Schwerpunkte und Veranstaltungen schon vorher ausgewählt. Eher würde ich sagen, und ich bin eigentlich froh, dass hier die Möglichkeit ist, dass man nicht irgendwie unter Zeitdruck ist. Aber da ich erst eine andere Planung hätte ich durchaus vielleicht heute Vormittag noch eine Katechese oder sowas nehmen können. So war ich bei Domradio Köln. War auch ganz interessant, ja. Und wie haben Sie die Zeit bis jetzt erlebt? Ja, ich würde es vor allem so sagen, das mag etwas kryptisch sein, aber das Erste ist, was den Auftakt betrifft und was so viele schöne Eindrücke betrifft, wenn niemand so etwas initiiert, bleibt es ungeschehen. Und wir gehen vieler Erfahrungen verlustig. Und da muss ich sagen, es war ein wunderschöner Auftakt, es war eine schöne Prozession. Und was mich ganz besonders auch angerührt hat, es war ein sehr kirchenfreundliches Klima am Wegesrand, so darf ich es mal sagen. Ob das Leute waren, eben die Obdachlosen, die da saßen mit ihrem Hund oder auch andere, es war immer eher ein so nachdenkliches Anschauen. So. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Man fühlt sich auf diese Weise wohl und angenommen hier. Und das andere, das sage ich auch so, man hat ja Augen im Kopf und Ohren, das vollzieht sich. Der Eucharistische Kongress findet halt in einer Stadt, in einer Situation der Kirche statt, die unsere und heutige ist, mit allen ihren Begünstigungen, allen ihren Problemen. Und das erlebt man so. Und insgesamt ist es aber doch eben eine Stärkung und ja, eine wichtige Etappe auf unserem Weg. Viele Gläubige konnten ja mit diesem Begriff Eucharistischer Kongress nicht so viel anfangen, waren vielleicht auch etwas skeptisch, weshalb auch die Anmeldung etwas schleppend verlief. Was ist genau das Ziel eines solchen Kongresses? Ich denke, das, was einmal der Eucharistische Kongress in München war, dieses Bild, dieses Gesicht hat sich wohl gewandelt. Bei den Leuten unter Kongress, da assoziiert man immer leicht Spezialisten und mehr wissenschaftlichen Diskurs, Zusammenführung von hier, ja eben Spezialisten und Experten. Während ich denke hier eher bei diesem Eucharistischen Kongress an die Veranstaltung des Weltjugendtages. Da hat Köln ja logistische Erfahrungen. Ich war nicht in Köln, ich war seinerzeit in Madrid und ziehe selbst immer wieder Vergleiche, Organisation, Ereignisse, Erlebnisse mit dem Weltjugendtag in Madrid. Und ich denke, es wird mehr diesen Charakter haben, aber vielleicht wird man das erst danach richtig absehen können, was so die Früchte dann sind, die aus einem Kongress hervorgehen.